Am 11. April 1945 näherten sich die US-amerikanischen Truppen der leidgeprüften Stadt Magdeburg. Nach dem Fall von Braunschweig kamen sie aus zwei Richtungen. Einmal über Halberstadt, Oschersleben, Wandsleben nach Ottersleben hinein. Und die andere Stoßrichtung war über Helmstedt, Haldensleben nach Barleben. Um 17 Uhr wurde in Magdeburg Feindalarm gegeben durch einen langen Sirenenton. Von Ottersleben drangen die US-Truppen in zwei Richtungen vor. Einmal in Richtung Sudenburg und andermal in Richtung Westerhüsen. Die amerikanischen Truppen bereiteten natürlich ihren Angriff auf Magdeburg mit einem gewaltigen Artillerieschlag vor. Aus allen Rohren, ob schwere Artillerie oder Granatwerfer, wurde auf die Innenstadt von Magdeburg geschossen. Eines war ihnen sicher, sie wollten die Verteidigung höher beschießen. Am 12. April 1945 weigerte sich der SS-General Bolleck, die Stadt kampflos zu übergeben. Das hieß nichts anderes, als dass Magdeburg durch Artillerie und auch durch Jagdbomber drei Tage lang im rollenden Angriff sturmreif geschossen wurde und sturmreif gebombt wurde. Um dies für Freund und Feind eindeutig zu untermauern, ließ der Stadtkommandant die Elbbrücken sprengen. Dazu gehörte nicht nur die Adolf-Hitler-Brücke, früher Friedrich-Ebert- oder Sternbrücke, sondern eben auch der Nordbrückenzug und die Strombrücke über die Elbe im Stadtgebiet von Magdeburg, aber auch die Bahnbrücken und die Autobahnbrücke bei Hohenbach. Das Problem für Freund und Feind, für die US-Amerikaner wie für die Magdeburger, war, dass sich in Magdeburg viele Truppen, die sich auf der Flucht vor den Russen befanden, gesammelt hatten, auch einige schwer bewaffnete SS-Einheiten. Auf der anderen Seite wurde Magdeburg nicht nur zur Festung erklärt, sondern es wurden ihr auch besondere Kontingente aufgestellt an Volkssturm und besonders von der Hitlerjugend. Diese wurden mit wenigen Geräten ausgestattet, um dann gegen eine moderne Armee antreten zu müssen. Wie viele Verluste konkret die Verteidigung Magdeburgs ausmachte, oder man kann auch sagen, die sinnlose Weiterführung des Krieges in Magdeburg, ist nicht genau bekannt. Es ist aber bekannt, dass viele Sondereinheiten erst im Westen gegen den Feind kämpft und dann sogar noch, bevor die Brücken gesprengt wurden, auf die Ostseite wechselten und hier bestimmte Stellungen einnahmen, um gegen die Russen zu kämpfen. Es gab somit aber keinen Übergang über die Elbe mehr. Magdeburg war in den folgenden drei Tagen, also bis zum 17. April, den ständigen Angriffen der Amerikaner ausgesetzt, die dann aber zum Angriff übergingen und am 19. April eigentlich, obwohl es noch an verschiedenen Stellen Widerstandsnester gab, die Stadt als besetzt erklärten. Aber das galt, wie gesagt, nur für die Westseite Magdeburgs, also bis zum Ufer der Elbe. Gerade auf dem Werder, im Roter Hornpark oder in der Friedrichstadt hatten sich immer noch einige Verbände verschanzt, zudem ja viele der Kasernen auf dem ostelbischen Gebiet lagen. Ein recht ungewöhnliches Kuriosum war dabei, dass die Amerikaner in Salbke und in Schönebeck über die Elbe setzten mit Sturmbooten
teilweise anfingen, eine Behelfsbrücke zu bauen, die dann ständig von deutscher Artillerie wieder zerstört wurde. Aber sie hatten diesen Brückenkopf gebildet. Dieser Brückenkopf sollte sozusagen der Ausgangspunkt für die Möglichkeit sein, nun weiter auf Berlin zu marschieren. Das alles aber zerschlug sich durch eine außergewöhnliche Situation, einen Zufall. In Burg wurden in den Kasernen dort neue Verbände aufgestellt. Das betraf Sturmgeschütze, die direkt von Magdeburg per Kette geliefert wurden. Diese Sturmgeschützeinheiten bewegten sich nun auf die Elbe zu. Und hier trafen sie dann auf diesen Brückenkopf und es entbrannte ein fürchterliches Gefecht, auf dem die Amerikaner große Verluste hinnehmen mussten. Viele Soldaten der US-Armee versuchten sich dann schwimmend über die Elbe zu retten, aber einige unterschätzten auch die gewaltige Kraft der Elbe und dass man, wenn man tagelang dann schon gekämpft hatte, eben so ausgezehrt ist, dass man gegen diesen Strom dann natürlich nicht mehr ankommt. Einer aber berichtet direkt, dass er dieses Schwimmen durch die Elbe geschafft hat und mehrere Kilometer weit entfernt von der Stelle auf der anderen Seite der Elbe ankam, an der er eigentlich losgeschwommen war. Viele dieser einzigartigen Berichte wurden in dem Magdeburger Stadtzeugen Heft 7 über die Festungsstadt Magdeburg aufgenommen. Sie zeugen eigentlich von diesen schweren Kämpfen, die die US-Amerikaner hier liefern mussten, um die Stadt Magdeburg zumindest auf der Westseite als besiegt zu bezeichnen. Bitte lesen Sie diesen Magdeburger Stadtzeugen, weil er zeigt, wie hart die Stadt nicht nur durch die gewaltigen Luftangriffe zerstört wurde, sondern vor allen Dingen, wie sie auch durch diese mehrtägige Schlacht um Magdeburg letztendlich weitere Straßenzüge, Häuser und viele Einrichtungen verlor. Am 5. Mai, also viele, viele Tage später, erschienen am Ostufer dann die ersten sowjetischen Einheiten. Hier mussten sich dann die Reste der Armee Wenck und auch eben der vielen versprengten Truppen den Russen ergeben, weil sie nicht mehr über die Elbe in den Westen kamen. Nachdem im Westteil die US-amerikanischen Truppen abgezogen wurden, folgten britische, vor allem schottische Truppen nach, die einige Tage hier in Magdeburg verblieben, aber auch einige französische Einheiten. Am 1. Juni endete diese westliche Besatzung und die sowjetische Armee übernahm auch den Westteil der Stadt Magdeburg laut dem alliierten Abkommen. Viele Berichte, Bilder, Augenzeugenerzählungen und Skizzen vom Aufmarsch der US-Amerikaner oder dem Angriff auf die Stadt mit dem Verteidigungswerk finden Sie in dem Magdeburger Stadtzeugen Nummer 7 über die Festungsstadt Magdeburg 1945. Ich empfehle Ihnen, diesen Magdeburger Stadtzeugen zu lesen und so zu erfahren, wie sich die letzten Kriegstage in Magdeburg abgespielt haben, welchen Blutzoll Magdeburg auch in den letzten Kriegstagen zu bezahlen hatte.